Schönen guten Morgen hier aus dem schönen Unterterzen. Ja, wir gehen jetzt langsam, also langsam. Unser Schiff fährt um 10 vor 1 ab Richtung, was ist das? Richtung Au. Nein, ich habe keine Schmerzen. Der Ort heißt Au. Das heißt, von um 12.50 Uhr fährt er ab von Untertetzten nach Quinten. Ja, nach Quinten. Ja, sehen. Das schönste Wetter haben wir auch nicht ausgesucht. Aber seht mal hier. Wir sind hier. Dann gehen wir hier nach Quinten. Dann versuchen wir von Quinten nach Au zu laufen. Und dann wieder zurück. Oder etwa andere Seite, kommt drauf an. Vielleicht gehen wir noch eine Seilbahnfahrt. Es fällt sich mal aus, wie das Wetter ist. Weil je weiter oben man ist, desto nebliger wird es. Weil wie es da sehen könnt, ist es schon ziemlich, ziemlich neblig hier. Und wenn ich irgendwo raufgehe, möchte ich auch eine Aussicht haben. Das ich von hier aus leider nicht habe. Das sieht man. Das sind alles Berge dort. Alles Berge. Dann wollte ich mal mit euch, seht ihr denn, ich weiß nicht, ob ihr den Luftseilbahn seht, aber dort oben geht man rauf zu den Flumser Bergen. Tannenboden. Ein Tannenboden ist dort. Mal sehen. Ich hoffe es klappt, weil bei dem Wetter glaube ich weniger. Wir sehen zuerst mal aufs Boot und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist unser Boot. Und wir haben sie dort nach Quinten, ja? Also müssen wir mit ihnen gehen, oder? Quinten. Ja, das ist unser Boot. Vom Schifffahrt Walensee. Ja, Schifffahrt Walensee. Ja, kein Sponsor, nix. Alles aus der eigenen Tasche bezahlt. Tagesticket haben wir. Tagesticket kostet etwa 30 Franken. Und da kann man den ganzen Tag herumcruisen mit dem Schiff. Orte besuchen, dann wieder einsteigen, absteigen. Ja, den Tag so verbringen, aber hin. Wie gesagt, das Wetter spielt nicht so mit. Aber Leute, wir sehen uns auf dem Schiff. So, wir haben es aufs Schiff geschafft. Wir konnten 10 Minuten vorher rein. Schweizer Pünktlichkeit. So, wir sind hier. Das ist ein kleiner Schiff. Jetzt gehen wir gleich auf diese Seite, wenn ich mich nicht täusche. Hier sind wir. Und ja, wie immer, Maskenpflicht. Im Gangster jetzt. Und wenn man sitzt, was passiert? Da hat Corona keine Macht. Ja. Und jetzt. Abfahrt ist 10 vor. Und ja, mal schauen, was da Sehenswertes gibt. Halt euch auf dem Laufenden. Und ja, bis gleich. So, wir sind abgefahren. Das da hinten. Von dort sind wir gekommen. Jetzt geht es, wie gesagt, in die andere Richtung. Ich hoffe, ich zeige euch mal die Einfahrt hier. Sieht mal her. Ich weiß, es ist ein bisschen windig. Aber sieht euch das an. Jetzt kommt der Bullet.
Und die sind zwei gut. Aber eins. Was für Zeit. Ist gut, ich muss aber. Ah ja, nur neu. Ah, okay. Kommen gleich? Ah ja, kein Problem, kein Problem. Nur, dass ich nichts habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, bitte, bitte. So. Jetzt bin ich tageskartenlos. Bin die Tageskarten losgekommen. Aber eigentlich ist es für den ganzen Tag, habe ich etwas auf der Karte. So. Ja. Man sollte ja den ganzen Tag herumfahren. Das kostet etwa auch. Aber wenn man es online kauft, ist es 25. Und wenn man es hier vor Ort kauft, ist es glaube ich 29, also fast 30 Franken. Wenn wir online kaufen, wegen Social Distancing. Das Thema will ich gar nicht mal diskutieren. Aber es ist eine kurze Fahrt. Ihr seht dort vorne, unser Auto ist irgendwo dort hinten. Von dort gehen wir weiter nach da drüben. Wir sind im Kanton St. Gallen. Sind wir hier? Es ist wunderschön, wunderschön hier. Überall Berge, also wir sind im Tal gesetzt. Zwischen zwei Bergen. Das heißt, einmal hier. Ja, alles voll mit Bergen. Wie auch die andere Seite. Hier. Alles voll. Bis da hinten, dann geht es noch weiter. Oh, Weinreben. Kommt hier ein guter Wein davon? Ja. Wie gesagt, wir gehen mal rüber, schauen uns die Ortschaft an, dann gehen wir zu Fuß, aber wir gehen zu Quinten, dann zu Fuß Richtung Au. Mal sehen, was da Schönes gibt, Interessantes zu sehen ist. Das ist eigentlich ein Wanderweg, ja. Wetter ist halt, ja, wie gesagt, ist nicht so amüsant. Aber ich hoffe, es regnet nicht zu allzu stark. Wie gesagt, wir sehen uns und bis gleich. Eine kurze Fahrt. Jetzt legen wir an. So, hier. Schaut mal, wie präzise das ist hier. Nice. Jetzt gehen wir hier durch und dann hinten direkt am See entlang. So. Leute, jetzt gehen wir langsam raus. Ja, Glifas Messi, Ade miteinander. So, wir sind jetzt in Quinten angekommen. Jetzt rede ich ein bisschen Hochdeutsch mit euch, Schweizer Hochdeutsch. Ja, hier, wir kommen in Quinten, sehen Sie hier. Ja, so sieht das aus hier. Das Messer, der kommt mir wieder bekannt vor. Ah nein, doch. Ich glaube, wir sind mit dem Chefdog hier. So. Okay. Aber eben, keine Ahnung. Hier durch die Tal der Weinblätter. Oh, mein Keller. Oh, Softgetränke. Takeaway. Komm, wir nehmen doch etwas. Auf Schweizerdeutsch. Komm, wir nehmen doch etwas.
ja, ein bisschen Verständigungsprobleme hier. Aber er klingt ja ähnlich wie Hochdeutsch. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Eine Tasche. Am Flughafen wäre das nicht so gut. Ja. So, die Mähnen haben das gekriegt. Aber schön hier. Ist wunderschön. Ah! Babe, die meisten Restaurants haben geschlossen wegen Montag. Ja, die hätte ich nicht gehabt. Ja. Auf jeden Fall weg mit der Scheißmaske hier. So, wenn ihr ein Restaurant wollt mit Seeblick, könnt ihr hier unter dem schönen Baum eure Zeit genießen, eure Zweisamkeit. So, wir haben jetzt genau noch, warte schon, mal schauen, was für Zeit es ist. Genau noch 25 Minuten, bis wir den anderen Schiff Richtung Walensee nehmen. Walenstadt, Entschuldigung, wir sind ja vom Walensee. Oh, schaut euch das an. Ja, so kommt man rauf in seine Wohnung. Das ist eine Car. Also nicht die Treppen, sondern das Fahrzeug dort oben. Ich hoffe, ihr seht das. Die Schweizer sind sehr bequeme Leute. Und sehr wunderschön. Wanderfreudig sind wir auch noch. Überall hier in der Schweiz gibt es Wanderwege durch die Wälder entlang. Also man kann sich schwer verirren hier in der Schweiz. Überall ist es schön beschildert. Man weiß, wo man hingeht. Auch wenn man nicht weiß, wo man hingeht, dann nach ein paar hundert Metern kommt ein Zeichen, wo seid hier, wenn du da durchgehst, kommst du da entlang. Also recht gut beschildert. Ihr müsst also nicht Angst haben, dass ihr, wenn ihr wandert, verläuft. Hier. Schaut euch das an. Wunderschön. Eine Kletterwand für Erwachsene. Wow. Schweiz ist schon eine schöne Stadt. Hier sieht man auch Erlebnis. Station 1. Ah, das ist mit Schatten gemacht. Wie zum Beispiel hier. Kann man hier drehen. Das dreht sich nicht. Eine andere Seite. Auch nicht. Eigentlich sollte sich das drehen und dann mit der Sonne projiziert das einen Schatten hier an die Wand. Und ja, Achtung, Felsen, wenn dich da etwas trifft, ist eine gute Nacht. Ja, dort hinten noch mal so ein Schattenspiel. Ich hoffe, dieses Mal funktioniert das, so dass ich es euch zeigen kann. Hier direkt am See. Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Schau. So sauber. Wäre das Wetter schön, würde ich gerade einen Dip machen. Aber hier, schaut. Schaut euch das an. Ja. Geht nicht. Geht nicht. Aber ich wollte euch zeigen, wie das sich dreht. Und mit der Sonnenreflexion, so mit der Sonneneinstrahlung, wirft das in Schatten auf dieser Wand. Und dann kann man den Schattenspiel sehen. Wie in China den mit den Puppen, machen wir das hier mit so Rädern. Wow.
Wir sind von dort gekommen. Oder von dort? Ne, von dort. Oder von dort. Ich weiß nicht, einfach auf der anderen Seite. Aber sieht mal, dort oben hin wollte ich ja. Mit dem Seilbahn, da sieht man ja das. Irgendwo dort oben. Irgendwo hin. Mit dem Seilbahn. Auf Maschenkamm. Maschenkamm, ja. Maschenkamm heißt das. Und kein Maschendrahtzaun, sondern. Ah, Maschenkamm. Danke vielmals. Dafür habe ich meinen Deutschlehrer hier. Sie ist sehr bemüht, auf mein Deutsch zu achten. Weil. Meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch. Tropf da mir nochmal. Ja, bisschen. Macht doch keine Sorgen. Bisschen ein paar Fehler bei meinem Deutsch. Ist ganz normal. Wir akzeptieren alle Leute so, wie sie sind. Nicht wahr? Danke, Leute. Und hier. Schaut mal hier. Das ist das Gleiche. Die Sonne kommt von da. Von da. Trifft da rein. Und dann projiziert das hier so ein Farbenspiel hier. Recht interessant gemacht. Auf jeden Fall zeige euch mal schöne Orte in der Schweiz. Wir bleiben mal ein paar Monate hier und dann, wo gehen wir im Winter hin? Irgendwo in die Wärme. Mal schauen, was kommt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vergiss nicht, subscribe, also abonnieren und die Glocke wäre auch nicht schlecht zu betätigen. Und lasst einen Kommentar unten liegen. Wow, ist schon auch unbehaupt. Wir haben noch einen Weg bis dort hinten. Stellt euch vor, was kommt hier runter? Ein Felsbrocken. Dann wird das hier mein letzter Vlog sein. Also falls ihr nichts mehr hört von mir, danke vielmals fürs Schauen. Wow. Einfach nur schön. Wollt ihr etwas sehen? Ja, habt ihr gesehen. Das ist meine Frau. Wow, schau mal, Wien. Wie ist das? Ah, Wien der Karibik, genau. Ja, dafür. Es ist noch recht früh. Schau mal, das Türkisblaue hier. Egal wo ihr hingeht, findet immer irgendetwas Schönes in der Schweiz. Kleines Land. Die Leute sind freundlich. Außer in den Städten. Da sind sie halt wie die Stadtleute halt so sind. Das anders als die Dorfbewohner. Leinenflucht, Zutrittsverbot für Hunde. Schatz, komm. Ah. Hab sie schon an der Leine. Hier weg von den Bergen. Komm hier. Kleiner Fußweg. Au, oh, Toiletten. Geh mal die Toilette besuchen.
Mal schauen, wie die aussieht. Machen wir ein Toilettenranking hier in der Schweiz. Welches ist die begehbarste Toilette der Schweiz? Oh, seht ihr? Eine Grillstation. So. Schön sauber wie immer. Trennung, PET und Alu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Könnte besser sein, aber für so eine abgelegene Ort ist recht schön. Hier in der Schweiz kennt man das, ein Brunnen. Wenn es irgendwie nicht draufsteht, dass man es nicht trinken kann, sollte es trinkbar sein. Man kann aus jedem Brunnen hier in der Schweiz trinken. Außer es steht wirklich geschrieben, nicht trinkbar oder kein Trinkwasser. Dann kann man es nicht trinken, aber das ist ein nice to know von mir. Wenn ihr in der Schweiz seid, durstig seid, Flasche dabei habt, geht an den Brunnen, füllt euch auf und trinkt. Es ist sauber, also euch passiert da nichts. Nice to know von mir. Wie gesagt, ihr lernt viel bei dem Channel. Hoffe ich einmal. So. Und ich tu mal hier. Brech mal hier ab. Und falls ich etwas Gutes sehe, Sehenswertes sehe, dann sehen wir uns gleich. So. Hier. Etwas Interessantes. Seht ihr das? Da kommt normalerweise ein Fluss. Wenn es oben gefriert, also wenn im Winter Schnee oben ist, und dann mit der Sonne schmilzt, entsteht da ein Fluss, wo da Richtung den Walensee hineingeht. Und hier Entdeckerabend, Spielplatz, ich hoffe ihr seht etwas. Spielplatz 2. Weiß nicht, ob ihr etwas gesehen habt. Aber falls ihr unterwegs seid und ein Boot braucht, seid ihr hier. Genau richtig. Könnt ihr das mieten. Und einfach nach unten rutschen und ein Ding. Hola, ¿cómo estás? Meine Spanischkenntnisse auffrischen. Ja, ich kann mehrere Sprachen. Ich habe gefragt, wie viele insgesamt sind, etwa 5. 5 Sprachen, die ich rede. 4 von denen sind etwa verständigungsfrei, also ich kann mich verständigen. 1, das ist das Französisch. Tue ich nicht. Tut mir leid, ich verstehe einigermaßen, aber reden, nee, danke. Was die anderen sind, lasst mal unten wissen, was ihr meint, welche anderen Sprachen ich noch kann. Ach, hier. Wein. Wow. Ich glaube, dort unten ist die andere Haltestelle. Ihr wolltet immer wissen, wie die Schweizer wohnen. So, so. Oh, die haben sogar einen Selektautomaten hier. Oh, mit Wein. Sieh mal hier. Hier. Morscht. Was habt ihr noch? Fleisch. Hier Wein. So etwas bekommt ihr in der Schweiz. Aber natürlich müsst ihr halt euer Alter bestätigen. Dann könnt ihr hier reinhauen. Ja. Die Preise, wie ihr seht, ist schweizerisch. Ist ganz normal. Für eine Dose Bier, einen halben Liter,
zahlt ihr etwa 5 Franken mal. Normal im Laden ist etwa 1,50 oder etwas. Oh, schaut mal. Hier. Zwei Esel dort. Hier entlang. Dort kann man noch weiterlaufen. Bis, also rundherum. Also man kann hier um den See herum kann man herumwandern. Und ja, eine ganze Runde eigentlich machen. Da kann man den ganzen Tag irgendwie so einplanen. Das Wetter ist wirklich super, falls man so etwas machen will. Und immer aufpassen, wo ihr hintretet. Ist sehr rutschig hier wegen den kleinen Kieselsteinen hier. Aufpassen, das ist der kleine Weg zum Schiffssteg. Schaut euch das an. Wow. Es ist riesig. Ich liebe die Natur. Ich liebe es. Oh. Jemand wurde hier beglückt. Ja, was man nicht alles findet. In der Dunkelheit sieht man ja gar nichts hier. Keine Lichter. Hier. Einstieg nach Murg. Alle übrigen Stationen. Murg wollen wir nicht. Wir sind hier. Also sind wir gut angekommen. Also in der Zeit. So. Hier wieder. Online. QR-Code. GEA, Generalabo. So etwas habe ich. Und hier sind die Zeiten. Das ist eine Sommerzeit, hier quasi Winterzeiten. Wir sind von Unterterzen nach Quinten. Von Quinten sind wir rüber zu Au. Dann gehen wir von hier nach Unterterzen, Molz und Walenstadt. Dann sind wir in Walenstadt um 14 Uhr etwa. Da ist unser Schiff. Es ist unser Schiff. Was für Zeit? 25. Also ich denke schon. Kommen die nicht? Sie kommen nicht. Dann ist es etwas anderes. Also muss man irgendwie hier stehen. Dass sie einen bemerken. Hey, hier will einer einsteigen. Oh. Tremondi. Boutique und Bier. Oh, Bed and Breakfast. Hey, Boutique. Hotel jetzt doch, Schatzi. Bed and Breakfast. And Restaurant. Da? Hier. Ah, doch, das ist ja unser. Ist ja schon unser. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich auf dem Boot. Er kommt so richtig gut. Aber sonst kommt keiner hin. Es muss da sein. Das ist nur der Einzige, der hier ankommt. Yeah. Hier zuerst die Leute aussteigen lassen. Oh, oh no. Oh. Habe gemeint, ich habe das wichtigste Utensil vergessen. Die Karte zeige ich, wenn ich drin bin. Ja, schöne Schifffahrtsroute. Weiß nicht, ob ich filmen kann, aber oben ist sie dazu. Das heißt, wir müssen drin hocken. Fast. So, die wurde gleich nervös. Hat die Kamera gesehen.
Sehr schön. So, das muss schön festgemacht werden. Und hier in der Schweiz. Keine Ahnung, ob ich die Leute fotografieren darf. Aber wir setzen uns gleich hier rein. Weil oben ist sicher das Deck zu. Was denkst du? Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Bahnstadt. Immer noch. Wir sind jetzt hier drin. Und hier sind wir in einer kleinen Schiffsküche. Und hier haben wir Getränke geholt. Wenn ihr wissen wollt, wie hier die Preise sind, haben Kaffee Creme 4,20 Tee 4 Franken. Das ist ein großer Unterschied. Seht ihr alles? Also für die Schweizer ist das auch teuer. Ich glaube, dass es für uns nichts ausmacht, einen Kaffee 4 Franken 20 auszugeben. Und hier ist es schon. Der Büter allein langt schon. Ich weiß nicht, ob wir die Verblendung sind vom Fenster. Danke für den A moment of relax. Mal lueg, ob sie relaxed ist. Ja, bis ab zu 15 Franken für den Kaffee. Also das ist normal, die Welt hier. Ich habe meinen Kollegen durch den Tropfen. Ach, Mensch. Wir sehen uns, wenn wir ab dem Bord gehen. Wir sind jetzt ausgestiegen. Wir wollten Wallenstadt, aber zu sehen, nee. Nee, war nichts viel los. Es lohnte sich eigentlich nicht, dort auszusteigen. Dann sind wir mit dem gleichen Schiff wieder zurück. Und ja, das ist die kleine Ausfahrt zum Walensee gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.